Geht los. So, wir sind jetzt nach dem Spiel gegen Strand 08. Leider 2-0 verloren gegen Oberligisten, aber war auf jeden Fall eine ordentliche Leistung von uns. Wir haben jetzt den Kapitän hier, Nils Niemeyer. Was hast du zum Spiel? Ja, war, ich sag mal, ein sehr guter Test heute. Man hat gemerkt, dass wir die Woche auch viel gearbeitet haben. Schon relativ weit sind, denke ich. Wir haben noch ganz ordentlich geschleift die Woche. Und wollen wir mal gucken. Wir freuen uns jetzt alle auf die nächste Woche. Man hat natürlich auch ein bisschen gemerkt, dass der Gegner heute zwar Oberliga, aber auch gestern ein wichtiges Turnier hatte, gegen VfB Lübeck gespielt hat und so. Die waren auch ein bisschen dementsprechend platt. Aber ich bin ganz zufrieden heute mit der Leistung insgesamt. Ja. Und was denkst du, wie jetzt so die nächsten Wochen ablaufen? Jetzt steht ja ein Wochenturnier in Heidenau an. Ja. Danach vielleicht ein, zwei Trainingseinheiten und dann ist eigentlich ja schon bald Pokal. Ja, wir freuen uns natürlich. Wie siehst du die Mannschaft im Moment? Ja. Auch mit den Neuzugängen? Ja, also man hat das heute, glaube ich, ganz gut gesehen. Wir waren heute 19 Spieler, haben in der Halbzeit 7-8 Mal getauscht. War gar kein Abbruch da. Jeder will spielen, will seine Chance dieses Jahr nutzen, vielleicht in die erste Elf zu kommen. Ist auch gut für die Truppe. Nächste Woche freue ich mich persönlich ganz doll. Kein Training, keine Runden laufen und sonstiges, sondern ein bisschen Spaß haben am Turnier. Da wollen wir natürlich auch ein bisschen Gas geben. Und Bello hat ja gesagt, wir wollen ins Finale nächste Woche. Und da sehe ich auch ganz positiv. Neuzugänge, ja, alle super Leute. Fügen sich alle super gut ein. Ich denke, wir können jede Menge Spaß haben in dieser Saison. Vielen Dank für dein kurzes Statement. Ja. Wir sehen uns übermorgen. Danke.